Also, wir haben gestern über gedämpfte Schwingungen gesprochen und haben also insbesondere gesehen, dass bei den gedämpften Schwingungen zusätzlich zu dem Term mit der rücktreibenden Kraft, wo die rücktreibende Kraft proportional ist zur Größe der Auslenkung aus der Gleichgewichtslage, ein weiterer Term dazu kommt, der Reibungsterm, der proportional ist zur Geschwindigkeit des schwingenden Körpers in dem System. Und dieses R ist die Reibungskonstante, während das K die Rückstellkonstante ist. Und es zeigt sich, und das ist das besonders der Grund, warum ich Ihnen das vorführe, dass man auch diese etwas kompliziertere Differentialgleichung mit demselben einfachen Exponentialansatz behandeln kann, wie die Gleichung für die ungedämpfte Schwingung. Wenn man diesen Ansatz verwendet, differenziert, einsetzt in die Gleichung, kommt man dann letzten Endes auf eine quadratische Gleichung für dieses Omega, für die Kreisfrequenz. Und wenn man die löst, und wie man das macht, wissen Sie alle, kommt man also auf einen solchen Ausdruck. Und dieser Ausdruck beinhaltet jetzt die Reibungskonstante und die Rückstellkonstante, aus der sich das Omega 0, die Kreisfrequenz des ungedämpften Oszillators, ergibt. Und da sehen Sie jetzt, dass diese Kreisfrequenz jetzt, schau, schau, auf einmal eine komplexe Zahl ist. Etwas, was einem komisch vorkommt. Eine Kreisfrequenz sollte doch im Zusammenhang mit der Frequenz stehen. Omega ist 2 Pi Nü. Nü ist die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde. Wie kann sowas komplex sein? Das liegt an diesem Ansatz, weil das auch ein komplexer Ansatz ist. Wenn jetzt diese komplexe Zahl in diesen Ansatz eingesetzt wird, dann ergibt sich, dass man hier verschiedenartige Lösungen kriegt. Wenn die Dämpfung überhaupt null ist, fällt der Term weg, es bleibt nur stehen Wurzel aus Omega 0 Quadrat und das ist Omega 0 und dann ist das Omega wieder das, was wir kennen, eine reelle Zahl und gibt Ihnen die Kreisfrequenz des ungedämpften Oszillators an. Wenn aber jetzt doch eine gewisse Reibung vorliegt, dann gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Einmal hat man jedenfalls hier einen imaginären Anteil an diesem Omega. Und dann gibt es diese Wurzel. Und unter der Wurzel steht jetzt ein Ausdruck mit einem Minus. Das ist gefährlich. Solange die Reibung aber klein genug ist, dieses R, sodass dieser Term hier betragsmäßig kleiner als das Omega-0-Quadrat ist, dann gewinnt das Omega-0-Quadrat, das unter der Wurzel bleibt positiv, die Wurzel bleibt reell und Sie kriegen daher mit dem Omega jetzt eine komplexe Zahl mit einem imaginären und einem reellen Teil. Wenn man diese komplexe Zahl hier oben einsetzt, dann hat man, indem dass er noch einmal mit I multipliziert wird, jetzt mit diesem I hier, hier etwas Reelles, was sich da oben ergibt, und hier etwas Komplexes. Und das bedeutet im Fall der schwachen Dämpfung, wo dieses R durch 2m, die Wurzel aus dem, kleiner als Omega 0 ist, dass wir eine periodische Lösung kriegen mit einer exponentiell abfallenden Amplitude. Haben wir gestern besprochen. Wenn jetzt aber, und hier geht es jetzt weiter, wir den Fall betrachten, dass dieses R, diese Dämpfungskonstante, größer wird, so, dass das R durch 2m größer als Omega 0 wird, dann gewinnt der Anteil. Dann wird das unter der Wurzel negativ. Das heißt, dann wird die Wurzel hier selbst imaginär. Dann haben Sie einen imaginären und noch einen imaginären Anteil. Dann wird der gesamte Ausdruck für diese Kreisfrequenz eine rein imaginäre Zahl.
wenn das in dem Ansatz jetzt wieder mit I multipliziert wird, dann steht jetzt in der E-Potenz nur mehr was Reelles. Das heißt, da schwingt gar nichts mehr, sondern da haben Sie nur mehr eine exponentielle Abklingphase. Und das ist dann eigentlich recht uninteressant. Dann hat man in dem Sinn hier ja gar keinen Oszillator mehr, weil sich keine periodische zeitliche Veränderung mehr ergibt. Ich möchte das jetzt gar nicht näher aufschreiben, Sie sehen es ja sofort, dass wenn da oben was rein Imaginäres eingesetzt wird, mit I multipliziert, dann E hoch minus irgendwas kommt, wo die Zeit dabei steht. Ein rein exponentieller Abfall. Und das können Sie sich wieder leicht vorstellen, wenn Sie sich den Oszillator vorstellen, zum Beispiel dieses schwingende Gewichtsstück, was wir da gestern verwendet haben, das jetzt nicht in einen so einen Häfen mit Wasser eingetaucht wird, sondern in einen Häfen mit Rapsöl zum Beispiel. Na, was wird das Ding machen? Das wird sich da so langsam hineinsenken. Oder Honigtopf, noch besser. In einen Honigtopf. Na, dann wird das da so langsam einsinken und stehen bleiben. Da schwingt nichts mehr. Das ist es, was die große, starke Dämpfung ausmacht. Das bedeutet, Sie haben hier keine Periodizität mehr. Das ist also der Fall mit der starken Dämpfung. Und dann natürlich, jetzt ist das kleiner 0, jetzt ist es kleiner als Omega 0 und größer als Omega 0. Das schreit natürlich jetzt dann auch. Und was ist, wenn es gleich ist? Na, das ist das Allereinfachste. Das ist der Fall 3. Da haben wir den Fall, den wir als aperiodischen Grenzfall betrachten. Das ist der Fall, wo dieses R durch 2m gleich Omega 0 ist. Ja, was passiert denn in dem Fall? In dem Fall ist dieses R² durch 4m² gleich groß wie das Omega 0². Dann wird das, was unter der Wurzel steht, 0. Dann ist die Wurzel überhaupt weg. Dann bleibt nur mehr der erste Teil, der ist rein imaginär, wird in dem Ansatz mit I multipliziert, das heißt, es schwingt immer noch nicht, aber in dem Fall pendelt es sich optimal schnell in die Gleichgewichtslage ein. Das heißt, dieser aperiodische Grenzfall ist was sehr Günstiges, weil in dem Fall hat man eine Situation, wenn man da diese Auslenkung gegen die Zeit aufträgt, wo optimal schnell sich das System an die Gleichgewichtslage heranpirscht sozusagen. Haben Sie eine kleinere Dämpfung, dann haben Sie sowas und das dauert eine Zeit, bis es dann eine Ruhe gibt da hinten. Haben Sie eine größere Dämpfung, dann kriecht es ewig vor sich hin im Honigtopf, bis es herunten ist. Der aperiodische Grenzfall ist der, wo das optimal schnell herangeht an die Gleichgewichtslage bei x gleich 0. Und so einen Grenzfall hat man oft gern. Denken Sie zum Beispiel an Zeigerinstrumente. Na gut, heutzutage sieht man viele Anzeigen nicht mit Zeigerinstrumenten, sondern mit Digitalanzeige. Trotzdem kenne ich noch viele Autos, wo das Tachometer zum Beispiel mit einem Zeigerinstrument betrieben wird. Und wenn Sie da ein Zeigerinstrument haben mit einer zu großen Dämpfung, dann sind Sie schon längst über den 50 Kilometer pro Stunde, haben vielleicht schon ein Strafmandat, aber der Zeiger ist noch gar nicht bis dorthin gekommen. Nicht? Also das ist etwas, was man so ja nicht haben möchte. Oder wenn es zu wenig gedämpft ist, dann schwingt der ewig vor sich hin und Sie wissen nie, wie schnell es eigentlich unterwegs ist. Also für solche und ähnliche Zwecke ist das wichtig, auch bei Stoßdämpfern. Wenn die zu wenig gedämpft sind und sich vorne über Boden wählen, dann hupfen ihnen die Räder da weg und das ist natürlich auch nicht das, was man haben möchte. Wenn es aber wieder zu viel gedämpft ist, na gut, ich glaube, Sie können sich schon vorstellen, was also im Einzelnen hier gemeint ist und dass diese Fragen der Dämpfung auch wichtige Auswirkungen für die Praxis haben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen und mich jetzt mit einem weiteren Fall der Schwingungen beschäftigen. Wir sind immer noch bei den Schwingungen und noch nicht bei den Wellen. Die nächste Art von Schwingungen, die wir besprechen, sind die erzwungenen Schwingungen.
Na, erzwungen, was kann denn hier passieren? Es kommt ja bei einem Oszillator auch darauf an, wie man ihn denn überhaupt in Schwingung versetzt. Na, bei einem Pendel oder bei dem Federoszillator, da sagt man, er zieht irgendwie weg und dann lässt man aus und dann fängt es halt so an. Ne? Aber in vielen Fällen ist es so, dass eine äußere periodische Kraft auf einen derartigen Oszillator wirkt, wobei diese äußere periodische Kraft eben eine bestimmte von außen vorgegebene zeitliche Periode hat, also eine Frequenz bzw. eine Kreisfrequenz. Und dann ist die Frage zu stellen, wie reagiert der Oszillator auf diese äußere periodische Kraft? Und da wollen wir uns also wieder die Bewegungsgleichung anschauen. Immer ist das Wesentliche, wenn man sich einer neuen Situation nähert, dass man sie entsprechend grundsätzlich beschreibt. Und das macht man in der Physik sehr häufig mit Hilfe einer Bewegungsgleichung, also durch Aufstellen einer Differentialgleichung. Sie werden sicher schon gesehen haben, es ist über weite Strecken in der Physik der Begriff der Differentialgleichungen etwas besonders Wichtiges. Mit denen können große Gebiete und viele verschiedene Verhaltensweisen von Systemen beschrieben werden. Und hier ist die Bewegungsgleichung jetzt sehr einfach. Wir gehen davon aus, wir haben einen gedämpften Oszillator mit derjenigen Bewegungsgleichung und haben aber noch hinzuzufügen, dass jetzt diese äußere Kraft, wo wir geschrieben haben, schreiben wir es nochmal auf, mx2-Punkt, also Masse mal Beschleunigung, ist die wirkende Kraft auf den Körper im Oszillator. Und da haben wir also die rücktreibende Kraft, alte Geschichte, sonst hätten wir gar keinen Oszillator. Dann haben wir die Reibungskraft, haben wir gestern besprochen, kommt also proportional zur Geschwindigkeit dieses Körpers. Und jetzt kommt außerdem noch, das wirkt beides minus. Also eine rücktreibende Kraft und eine Reibungskraft, die entgegenwirkt gegen die Geschwindigkeit. Also ja, eine Verringerung der Geschwindigkeit bewirkt. Und dann kommt noch die äußere Kraft, die jetzt auch noch auf diesen Körper wirkt. Und die schreiben wir in der Form einer Konstanten F mal einem E hoch I Omega T. Weil es soll ja eine periodische äußere Kraft sein mit der von außen vorgegebenen Kreisfrequenz Omega. Das ist die Bewegungsgleichung, die wir dann natürlich wieder so ordnen wollen, wie man das gern macht bei den Differentialgleichungen. Links steht alles, wo die gesuchte Funktion drin ist, rechts steht das andere. Na, das andere, das ist eben jetzt diese äußere Kraft. Und links bleibt jetzt über m mal x2-Punkt plus r mal x-Punkt plus k mal x, das steht jetzt alles links. Und rechts bleibt f mal e hoch i Omega t. Das ist jetzt die Differentialgleichung für den erzwungenen Oszillator, für die Schwingungen, erzwungenen Schwingungen eines harmonischen Oszillators. Da kommt also statt 0 jetzt auf der rechten Seite eine sogenannte Inhomogenität. Das ist noch eine homogene Differentialgleichung. Da stehen keine Terme drin, wo nicht auch das x in irgendeiner Ableitung vorkommt. Hier hingegen bleibt rechts was Externes, was Inhomogenes stehen, was an der Sache anzieht sozusagen. Und diese Gleichung muss man dann lösen, um also drauf zu kommen, wie sich dieser Oszillator verhält. Und jetzt machen wir es einmal umgekehrt. Jetzt wollen wir zunächst einmal uns anschauen, was hier zu erwarten ist. Und da haben wir meine Kollegen eine Anordnung aufgebaut, die, wie ich finde, recht spannend ist. Da haben Sie einen Federoszillator, wo dieser Körper, um den es hier geht, durch die Federkräfte bedingt rücktreibende Kräfte erlebt und man kann diesen Körper in Schwingungen versetzen, wie Sie sehen.
Aber der entscheidende Punkt ist jetzt der, dass wir außerdem an dieses schwingungsfähige System von außen eine periodische Kraft angreifen lassen. Da gibt es einen Motor mit einem Exzenter, der bedient hier eine solche periodische äußere Anregung, die dann hier die Feder mit beeinflusst und sie haben damit eine äußere Kraftwirkung auf diesen Oszillator. Und Sie werden jetzt sehen, was passiert, wenn man dieses schwingungsfähige System mit unterschiedlichen Frequenzen anregt. Man hat ja die Freiheit, langsame äußere Kräfte zu wählen, also mit geringen Kreisfrequenzen hier, oder höhere Kreisfrequenzen. Und da wollen wir nachschauen, bei verschiedenen Kreisfrequenzen, wie dieser schwingungsfähige Körper reagiert. Ich werde es ein bisschen finsterer machen, dann sehen Sie das am Bildschirm dort oben vielleicht auch ganz gut. Und die, die näher da sind, sehen das hier auch. Also probieren wir mal eine langsame äußere Frequenz. Sie sehen, der Exzenter funktioniert. Das Ding beginnt sich zu bewegen, aber eher unspektakulär. Es muss im Wesentlichen irgendwie mit dieser Exzenterfrequenz schwingen, aber es macht auch ein bisschen so eigene Schwingungen, weil es hat ja auch eine Frequenz, die es gerne hat, nämlich seine eigene Eigenfrequenz, das Omega Null. Aber es wird ihm von außen was aufgezwungen. Aber es ist also, wie gesagt, unspektakulär. Wenn man jetzt zu einer hohen Frequenz übergeht, ist es auch unspektakulär. Er kommt nicht richtig mit, dieser Körper, weil er ja in Wirklichkeit für sich selbst eine kleinere Eigenfrequenz hat. Also bei zu hohen Frequenzen ist das Mitnehmen sehr geringfügig. Aber wenn man jetzt die äußere Frequenz so einregelt, dass man sich der Eigenfrequenz dieses Oszillators, die er selbst gern hat, mit der er selbst schwingt, wenn sonst nichts auf ihn einwirkt. Wenn man das erreicht, dann passen Sie auf, was dann passiert. Schaut also sehr auf einmal sehr spektakulär aus. Also das ist die Resonanzkatastrophe, der Ihnen hier vorgeführt wurde. Und ich danke Ihnen herzlich für dieses Experiment. Früher, wie das weniger solid aufgebaut war, ist es dann manchmal passiert, dass bei dieser Resonanzkatastrophe die Kugel davon geflogen ist. Aber jetzt ist also das System so solid aufgebaut, dass es nach wie vor besteht. Aber Sie können sich vorstellen, wenn man ein reales System hat, dass man dann damit rechnen muss, dass Katastrophen passieren. Und das werden wir uns am Ende dann von der Diskussion auch in einem Film anschauen. Aber jetzt müssen wir zunächst einmal uns überlegen, wie kann es denn dazu kommen? Das werde ich Ihnen nicht im Einzelnen vorführen, aber doch in groben Umrissen zeigen. Also wieder möchte ich aufschreiben hier, K ist die Rückstellkonstante, R ist die Reibungskonstante, wie gehabt, aber dann haben wir F, ist die Amplitude der äußeren Kraft. Weil man schaut sich ja dann letztlich auch wieder, wenn es um die konkrete Beschreibung tatsächlicher physikalischer Vorgänge geht, nur den Realteil davon an. Und der Realteil von F mal E hoch I Omega T ist F mal Cosinus Omega T. Nun, der Cosinus kann nicht mehr als 1 werden und daher wird F mal Cosinus Omega T nicht mehr als F. Das heißt, F ist die Amplitude dieser äußeren Kraft. Ja, und Omega, sehr wichtig, ist jetzt hier die Kreisfrequenz der äußeren
Kraft. Das heißt, die, das Omega jetzt, steht nicht zur Disposition. Die wird ja vorgegeben, nur durch den Motor da, der da eingeschaltet wird. Und nicht so, dass sich das System selber aussuchen kann, bei den nicht erzwungenen Schwingungen, ungedämpft oder gedämpft, war es ja so, das System selbst halt dann geschwungen, wie es halt will. Entweder ewig gleich, wenn es ungedämpft ist, oder halt mit einer gewissen Dämpfung, wo man dann einen exponentiellen Abfall der Amplituden hat, aber die Kreisfrequenz stellt sich selbst ein. Und für den Fall eines ungedämpften Oszillators, der nicht erzwungen ist, fällt der Term weg. Und fällt der Term weg, dann bliebe nur wieder die einfache Differentialgleichung für den ungedämpften Oszillator, wo natürlich die Masse der Kugel vorgegeben ist und die Rückstellkonstante, die mit den Federn zusammenhängt. Und da kriegt man dann ein Omega 0, was wieder Wurzel aus K durch M ist. Und das ist die Eigenfrequenz des ungedämpften Oszillators. Die ist so definiert, hängt mit K und mit M zusammen, aber so wird im Allgemeinen dann dieser Oszillator in der tatsächlichen Realität nicht schwingen, weil es eben diese äußere wirkende Kraft gibt. Und jetzt ist einmal mehr ein Zeichen dafür, wie geschickt es ist, hier einen komplexen Lösungsansatz zu machen, wieder zu sehen, selbst in dem Fall, und das ist ja doch schon viel komplizierter als das, was wir gesehen haben beim bisherigen, bei dem Oszillator ohne äußere Anregung, können wir wiederum den gleichartigen einfachen Lösungsansatz machen. Wir machen wieder einen Lösungsansatz, in der Form x ist gleich a mal e hoch i Omega t. Aber jetzt muss man aufpassen. Dieses Omega, das ist jetzt dieses. Und dieses Omega ist vorgegeben durch die äußere Kraft. Hier haben wir einen Unterschied in der grundsätzlichen Einstellung. Und hier kommt es jetzt darauf an, und da möchte ich nur kurz Ihnen das erzählen, was man von der Mathematik her weiß über diese inhomogenen Differentialgleichungen. Da zeigt sich nämlich, dass die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung sich zusammensetzt. Das kann man beweisen. Gott sei Dank haben sie die Mathematiker sehr ausführlich mit der Thematik der Differentialgleichungen auseinandergesetzt. Nicht zuletzt, weil bewusst war, wie wichtig das für die Physik und andere Wissenschaften ist. Also es zeigt sich, dass die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung sich zusammensetzt, additiv, aus einer Lösung, aus der allgemeinen Lösung der homogenen Gleichung. Das ist das, was wir bis jetzt gehabt haben, bevor wir jetzt diese äußere erzwungene Kraft hier noch hinzufügen, also die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung plus eine spezielle Lösung der inhomogenen, das genügt schon. Damit hat man die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung, die wo rechts eben dieser Term ungleich Null steht, schon erreicht. Es zeigt sich, das wissen wir ja schon aufgrund der Untersuchung der gedämpften Schwingungen, dass die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung mit der Zeitkonstante Tau, die wir gestern ja gesehen haben, bei diesem Abklingvorgang mit diesem 2m durch r abklingt. Das heißt, nach einer gewissen Zeit ist diese allgemeine Lösung der homogenen Gleichung gar nicht mehr spürbar.
wenn man eine entsprechende Dämpfung hat. Und wir haben ja hier auch eine Dämpfung bei diesem Oszillator vorgesehen. Nach einer gewissen Zeit klingt diese allgemeine Lösung der homogenen Gleichung, also der nicht stationäre Einschwingvorgang dieses Systems, nachdem man da mal die Sache in Bewegung gesetzt hat, ab. Was bleibt, ist dann ein stationärer Schwingungsvorgang unter dem Einfluss der äußeren Kraft, ohne dass man noch diesen nicht stationären homogenen Einschwingvorgang bemerkt. Und wir werden daher, wenn wir uns hier jetzt auf diesen stationären Vorgang nach Ablauf dieser nicht stationären Einschwingphase beschränken, werden wir daher nur diese spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung betrachten. Und diese spezielle Lösung setzen wir so an, wobei wir das Omega jetzt so wählen, dass es gleich ist diesem außen vorgegebenen Omega der inhomogenen Anregung. Und wenn man das jetzt wieder hier einsetzt, dann wissen Sie schon von bisher, in dem x2-Punkt kommt ein e hoch i Omega t vor, in dem x-Punkt kommt ein e hoch i Omega t vor, in dem x ja sowieso, und da haben Sie auch dieses e hoch i Omega t. Deswegen wählen wir dieses Omega hier gleich diesem externen Omega. Weil wenn Sie das also alles einsetzen, dann können Sie wiederum aus all diesen Termen das e hoch i Omega t und damit die ganze Zeitabhängigkeit herauskürzen. Und was dann bleibt, ist im Wesentlichen wieder eine quadratische Gleichung für, ja wofür jetzt? Nicht für das Omega jetzt, weil das ist eine vorgegebene Größe. Aber andererseits, bei diesem Term hier steht keine Amplitude A drinnen. Das heißt, das A, das wir bisher immer da so locker herauskürzen konnten, auf das es gar nicht angekommen ist, das kann man jetzt nicht herauskürzen, sondern wir werden sogar, wenn dieser Ansatz hier eingesetzt ist, eine quadratische Gleichung für das A bekommen. Und das führe ich jetzt aus Zeitgründen nicht durch. Sie finden das in unserem Buch, können Sie nachlesen. Ich empfehle Ihnen auch, wenn Sie mal gar nichts anderes zu tun haben, was ja sicher der Fall ist, wer von uns hat schon was zu tun, können Sie das also hier einsetzen und selber durchführen. Und dann werden Sie sehen, das funktioniert. Das ist gar keine große Sache. Nachdem diese E-Potenzen rausfallen, die E hoch I Omega T, ist das eine ganz einfache Sache. Und was wir uns insbesondere anschauen können, ist, wie schaut denn dann der Betrag dieser Amplitude aus? Denn diese Amplitude, stellt sich jetzt heraus, ist auch eine komplexe Zahl. Das Ganze ist ein komplexer Ansatz. Da kann durchaus auch das A eine komplexe Zahl sein. Und man erhält als Ergebnis den Betrag dieser Amplitude A. Und da kommt jetzt heraus im Zähler ein F durch M. F ist die Amplitude der äußeren Erregung. M ist die Masse des schwingenden Körpers, dieser Kugel, die Sie da gesehen haben. Nicht? Und im Nenner steht dann drinnen Wurzel aus. Und da haben wir einerseits stehen Omega 0 Quadrat minus Omega Quadrat. Und das Ganze noch zum Quadrat. Und dann steht drinnen Plus, und da haben wir einen Term zweimal, und das übertrage ich jetzt, ich habe nicht alle Bezeichnungen so gewählt, das Gamma ist R durch 2M, 2R durch 2, also R durch M mal Omega zum Quadrat, R durch M mal Omega zum Quadrat. Und da sehen Sie jetzt, dieser Ausdruck für den Betrag der Amplitude, das ist
der Betrag ist die, in der komplexen Ebene der Abstand vom Ursprung. Dieser Betrag der Amplitude ist das, was man beobachtet, wenn dann in der komplexen Ebene dieser Punkt rundum läuft. Das heißt, Sie haben damit die Amplitude der betrachteten Schwingung im stationären Zustand. Und was sieht man da? Wenn die Dämpfung nicht zu groß ist, dann wird der Term hier, wo das R drinnen steht, klein sein. Und wenn jetzt die äußere Anregung in die Nähe der Eigenfrequenz des ungedämpften Oszillators kommt, erinnern Sie sich, wenn man in die Nähe der Frequenz kommt, die der gern hat, dann wird hier der Nenner sehr klein. Und wenn überhaupt die äußere Anregung gleich ist dem Omega 0, fällt der Term ganz weg und dann bleibt hier bei kleiner Dämpfung nur ein kleiner Term über, ein kleiner Nenner, eine große Amplitude, eine große Schwingungsamplitude. Und das kann dann so weit gehen, dass es die Sache zerreißt. Und das kann ich Ihnen auch zeigen, was sich da dann konkret ergibt an einem Diagramm, das Sie sich merken sollten. Da sehen Sie, dass man hier, wenn man die Amplitude der Schwingung im Gleichgewicht, nachdem die anfänglichen Einschwingvorgänge schon abgeklungen sind, aufträgt gegen das Verhältnis der äußeren Frequenz zur Eigenfrequenz, dann sehen Sie, dass bei der Eigenfrequenz es eine sehr starke Vergrößerung der Amplitude gibt, sodass bei der kleinen Dämpfung hier 0,03 das schon gar nicht mehr aufs Bild drauf geht. Und bei größeren Dämpfungen wird das niedriger und wird breiter. Merken Sie sich, die Breite dieser sogenannten Resonanz hängt ab von der Dämpfung, die in dem Oszillator vorhanden ist. Je stärker der Oszillator gedämpft ist, desto breiter wird das Maximum der Amplituden werden. Dieses Verhalten, dass der Oszillator optimal schwingt, wenn er in der Nähe seiner Eigenfrequenz angeregt wird, das nennen wir die Resonanz. Und Resonanzen sind in der Physik in vielen Bereichen etwas außerordentlich Wichtiges. Deswegen kann man gar nicht genau genug sich darüber im Klaren sein, was hier passiert. Also bei niedriger Dämpfung haben Sie in der Nähe der Eigenfrequenz, wenn also die äußere Kraft, denken Sie da an den Exzenter, mit etwa der gleichen Frequenz anregt, wie es der Eigenfrequenz des Oszillators entspricht, eine hohe Amplitude. Gehen Sie nur wenig weg von dieser Eigenfrequenz, dann geht die Amplitude sofort stark zurück. Das heißt, in vielen Fällen wird so ein Oszillator, wenn er schwach gedämpft ist, praktisch überhaupt nur in der Eigenfrequenz nennenswert mitschwingen und daneben dann sehr bald die Amplituden sehr stark zurückgehen. Ist er aber sehr gedämpft, hätte man das in einen Honigtopf hineingegeben, dann hätten Sie vielleicht kaum mehr eine Resonanz oder da unten haben Sie den Fall besonders hohe Dämpfung, gar keine Resonanz mehr erlebt. Naja, in dem Honigtopf, was soll das Ding machen? Da kommt es dann halt so schön langsam herunter. Aber der eigentliche Punkt, der jetzt aufregend ist, ist, was ist, wenn man diese Dämpfung noch kleiner macht? Was ist, wenn man da also dann immer höher und höher wird? Wenn die Dämpfung gleich null gemacht wird, dann fällt der Term ganz weg. Und wenn man dann Omega noch gleich Omega 0 setzt, dann wird das auf einmal gar nicht mehr definiert. Weil dann wird der ganze Nenner 0, das ist ja Katastrophe. Dann haben Sie auf einmal die Situation, dass die Amplitude unendlich wird. Das ist immer etwas, was zum Nachdenken anregt. Wieso passiert so etwas? Na und der Grund ist eigentlich ganz einfach. Überlegen wir uns das gemeinsam. Wenn wir davon ausgehen, die Dämpfung ist null, das heißt, da drinnen kommt das R schon nicht mehr vor, bei der gedämpften Schwingung kommt es hier nicht vor, dann klingt ja diese Lösung der homogenen Gleichung gar nicht mehr ab.
Wir haben ja gesagt, wir machen das so, dass wir diese Eigenschwingung, also die Schwingung des Oszillators ohne Einfluss der äußeren Kraft, die homogene Lösung, einfach abwarten, bis sie abgeklungen ist. Und dann schauen wir uns nur mehr die dann verbleibende inhomogene Lösung an. Und dann kommt man auf das. Das ist schön und gut. Solange diese Einschwingvorgänge auch wirklich abklingen. Wenn aber das System völlig ungedämpft ist, na, völlig gibt es ja nie, aber sehr wenig gedämpft ist, dann wird es ewig dauern, bis diese Einschwingvorgänge wirklich verschwinden. Wer der ewig lang braucht, bis das wirklich abklingt, eine endlos lange Zeitkonstante von dieser exponentiellen Situation, ja, dann schaukelt sich das mehr und mehr auf. Es wird durch diese äußere Kraft immer mehr und mehr Energie in das System hineingepumpt und die Reibung ist nicht mehr in der Lage, diese Energie abzuführen und letzten Endes in was? In Wärme umzusetzen. Das heißt, es kommt immer mehr und mehr Energie in das System und im Extremfall, dass das R ganz null wird, geht es gar nicht mehr. Das heißt, da ist dann diese spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung gar nicht mehr sinnvoll. Denn dann wird der Nenner unendlich und dann haben wir das, was man Resonanzkatastrophe nennt. Und das ist also der Fall, wenn das da jetzt nicht 0,03 wäre, sondern überhaupt 0 gesetzt würde. Dann haben Sie den Fall, wo das überhaupt gar nicht mehr definiert ist für Omega gleich Omega 0. Solange man ein bisschen weg ist mit dem Omega, von dem Omega 0, bleibt immer noch was über. Die eigentliche Katastrophe tritt ein, wenn Omega gleich Omega 0 ist. Dann geht das in dem Fall gegen unendlich. Und das ist natürlich unphysikalisch. Das heißt, was tatsächlich passiert, ist natürlich, was wird schon wirklich unendlich. Das ist ein Anhaltspunkt dafür, dass man, so wie es in der Mathematik ja auch richtig ist, man sagt, bei Annäherung an die Eigenfrequenz, Omega 0, wächst die Amplitude über alle Grenzen. Und wenn also die Dämpfung sehr niedrig ist, wird das immer stärker und stärker so passieren. Aber ganz null ist ja die Dämpfung im Allgemeinen nicht. Das heißt, so wirklich passiert das nicht. Aber die Amplituden können groß genug werden, dass das System aus seinem elastischen Proportionalitätsbereich hinauskommt. Das ist ja da auch schon ein Grenzfall gewesen, wie die Kugel da hin und her saust. Das ist ja nur so lang wirklich ein guter Oszillator, so lang der da so schwimmt. Aber wenn ich das so weit rausziehe, dann ist das Ganze ja nicht mehr wirklich proportional und dann hat man ja nicht mehr die Situation, dass die rücktreibende Kraft auch tatsächlich proportional zur Auslenkung ist. Dann hat man auch anharmonische Schwingungen, dann funktioniert das Ganze gar nicht mehr richtig. Was ich also will, dass Sie verstehen, ist, dass diese Lösung nur so lang sinnvoll ist, solange das R groß genug ist, dass dieser Fall nicht eintritt. Und das hat, wie Sie gleich sehen werden, auch sehr wichtige praktische Konsequenzen. Denn in vielen Fällen ist es so, dass schwingungsfähige Systeme durch äußere Kräfte zu Schwingungen angeregt werden und dann kommt es darauf an, dass das nicht aus der Hand gerät. Und das ist tatsächlich, ich glaube, in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts einmal passiert, wo die Leute noch nicht so genau wussten, worauf Rücksicht zu nehmen ist, wenn man eine Brücke baut. Denn auch Brücken sind schwingungsfähige Systeme. Und da gibt es also einen Film von einem Amateur gedreht seinerzeit, weil man hat das ja nicht vorher gewusst, dass das passieren wird, wo man das Verhalten einer solchen Brücke, 1938 wurde sie gebaut, 1940 ist sie zusammengebrochen, kein langes Leben. In Amerika wurde das beobachtet, wo man das beobachten kann. Also Sie werden gleich sehen, wie, was da damals vorgefallen ist. Ich glaube, das sind noch die Bauarbeiten.
So schaut die Brücke aus und da wurde sie mit Pomp und Politikern, wie es halt so üblich ist, die da eine Chance sehen, sich zu präsentieren, eröffnet. Da war alles noch gut. Aber warten Sie nur. Die Geschichte wird gleich weniger gut. Denn 1940 um 10 Uhr morgens ist es losgegangen. Torsionsschwingungen. Es war heute halt sehr stürmisch. Schauen Sie nach, was da passiert ist. Die Brücke war schlicht und einfach zu wenig gedämpft. Dabei muss man eh sagen, es ist erstaunlich, was die ausgehalten hat, nicht? Da rennt noch einer. Na, servus. Da steht sogar ein Auto noch drauf. Aber der Chauffeur ist hoffentlich ausgestiegen. Wird natürlich auch heiß bei diesen Bewegungen. Auch durch die inneren Reibungen natürlich passieren hier große Energieumsätze. Da ist das Auto. Na, das hat keine Zukunft mehr, das Auto. Also noch eine Stunde ist es so gegangen. Und dann ist es passiert. Das schaut recht traurig aus. Vielen Dank. Also ich glaube, Sie können daran erkennen, dass in solchen Formeln eine ganz schön wichtige Aussage drinnen steckt. Es kommt einfach darauf an, dass der Term nicht zu klein wird. Wenn der zu klein ist, passiert sowas. Und das kann also schon sehr gravierende Auswirkungen haben. Bitte, wo? Welche äußere Kraft wurde zum Schwingen angeregt? Durch die entsprechenden Strömungen des Windes, die periodisch einmal oben und einmal unten an dieser Brücke angegriffen haben. Da hat es eine periodische Wirbelablösung offenbar gegeben, oberhalb und unterhalb. Das ist analog wie bei einem Blasinstrument. Wenn Sie also das Mundstück eines Blasinstruments nehmen, wenn man das anbläst, dann wird da drinnen zum Beispiel eine Zunge, eine Holzzunge zum Schwingen gebracht. Durch periodische Wirbelablösung nach oben und unten. Aber dort ist die Dämpfung groß genug, dass einem das nicht um die Ohren fliegt. Aber bei der Brücke also da ist die Dämpfung nicht groß genug gewesen, die Kräfte entsprechend größer und da wurde dann eben immer mehr Energie hineingepumpt und so passiert das. Gut, ja. Wenn jetzt Omega 0 gleich Omega ist, dann ist ja das Ganze einmal von der Masse abhängig. Da oben steht nur F durch M. Ja, kann schon sein, ja. Und? Wie ist das zu erklären?
Ja, wenn Sie sich das durchrechnen, kommen Sie auf dieses Ergebnis. Das ist nicht immer möglich, das also so in Einzelnen so Punkt für Punkt anschaulich klar zu machen. Aber Sie sehen ja, wenn Sie dann hier wieder das M hernehmen, naja, das 1 durch M Quadrat fällt da weg. Ja, Sie haben recht, dann fällt das M halt heraus. Ja. Wir haben ja auch diesen Fall so betrachtet, dass die homogene Gleichung da gar nicht drinnen ist, sondern nur die inhomogene. Die, wo es nur um die Wirkung der äußeren Kraft geht. Und da ist, das spielt das halt keine Rolle, das kürzt sich da weg. Gut, also so viel zu den erzwungenen Schwingungen. Und ich habe Ihnen also hier gezeigt, mit dieser Darstellung, wie das resonante Verhalten ausschaut. Merken Sie sich das? Je größer die Dämpfung, desto breiter das Resonanzmaximum. Je kleiner die Dämpfung, desto schärfer die Resonanz. In vielen physikalischen Anwendungsfällen ist man gerade an einer möglichst genauen Definition einer Resonanzfrequenz interessiert. Ein Beispiel ist die Cäsium-Atomuhr. Da geht es um eine möglichst genaue, präzise Bestimmung einer bestimmten molekularen Resonanz. Die eignet sich dann sogar, um das Zeitnormal damit zu bestimmen. Also solche Resonanzen sind von großer praktischer Bedeutung. Und außerdem zeige ich Ihnen hier noch, wie die Phasenlage abhängig ist von eben dieser selben, dem Verhältnis der äußeren Frequenz zur Eigenfrequenz. Da sehen Sie, dass bei sehr kleinen äußeren Frequenzen die Phase der äußeren Kraft und der eigentlichen Schwingung in Phase verläuft. Also mit ganz langsamen äußeren Anregungen läuft der Körper mit. Geht man dann über die Resonanz hinüber und zu viel größeren Frequenzen, zeigt sich, dass das dort dann gegenläufig ist. Aber in der Resonanz durchläuft es gerade einen Phasenwinkel zwischen 0 und 180 Grad, also 90 Grad, Pi halbe. Und je weniger gedämpft das System ist, desto plötzlicher schwingt das dann von Gleichphasigkeit zu Gegenphasigkeit hinüber. Bei sehr großer Dämpfung, der Honigtopf, geht das also einigermaßen gleichmäßig von Mitschwingen zu Gegenschwingen hinüber und dieser Übergang ist dann ganz unspektakulär. Also so sieht die Resonanz einer solchen Schwingung aus. Und vielleicht sollte ich Ihnen in dem Zusammenhang auch zeigen, dass Resonanzschwingungen auch in mehr Dimensionen recht interessant sind. Hier haben Sie einen Geigenboden, der bei verschiedenen Frequenzen, da sind es also 852 Hertz, 503 Hertz, in unterschiedlichen Arten schwingt. Das ist mit Hologrammaufnahmen gemacht. Hier sehen Sie das noch einmal. Für eine Gitarre, glaube ich, ist es hier, dafür eine Geige, dass diese Instrumente recht komplizierte Schwingungsformen zeigen, die eng zusammenhängen mit der Bauform dieser Instrumente. Und diese Art der Schwingungen ist dann auch verantwortlich dafür, dass eben solche Instrumente einen besonders eigenartigen und oft als wohltuend empfundenen Klang haben, aber nur, wenn man gut mit ihnen umgehen kann. Nicht? Ansonsten kann es auch dann unter Umständen nicht so wohltuend sein. Also so viel wollte ich noch zu diesen erzwungenen Schwingungen sagen. Und jetzt gibt es noch eine weitere Form von Schwingungen, die wir kurz besprechen werden, bevor wir dann übergehen zu den Wellen. Denn heute noch beginnend und morgen ist ja schon die letzte Vorlesung, wollen wir uns über Wellen unterhalten. Da wollte, glaube ich, noch jemand was, oder? Ist nur was runtergefallen. Nur was runtergefallen. Also, wir sprechen jetzt noch über einen weiteren wichtigen Punkt, der uns von den Schwingungen zu den Wellen überleiten wird. Denn merken Sie sich, haben es gestern schon besprochen, Schwingungen finden immer nur an einem Ort statt. Ein lokaler Oszillator mit seinen Eigenschaften hat also nur eine zeitliche Periodizität.
Während Wellen, zum Beispiel die Schallwellen, die Sie also von mir da jetzt empfangen, die haben eine räumliche Komponente zusätzlich zur zeitlichen. Damit sich sowas ausbreiten kann, ist eine Sache wichtig, dass man mehrere Oszillatoren hat und dass die miteinander gekoppelt sind. Und das führt uns zu den sogenannten gekoppelten Schwingungen. Und solche gekoppelten Schwingungen von mehreren Oszillatoren, die sind, wie sich zeigt, wenn man das entsprechend allgemein durchführen möchte, relativ kompliziert zu beschreiben. Geht natürlich alles, aber man hat dann einen Satz von mehreren gekoppelten Differentialgleichungen, die gemeinsam gelöst werden müssen durch mehrere Lösungsfunktionen, die dann den jeweiligen Situationen oder den jeweiligen Auslenkungen in den verschiedenen gekoppelten Oszillatoren entsprechen. Das werden wir hier im Einzelnen nicht durchführen. Ich nenne hier nur ein Beispiel, wie man sich solche gekoppelten Schwingungen vorstellen kann, ausgehend von so einem Federoszillator, einen doppelten Federoszillator sozusagen. Hier eine feste Wand, eine erste Feder, ein erster Massenpunkt, eine Koppelungsfeder, ein zweiter Massenpunkt und daran anschließend noch einmal eine solche Feder und dann die andere Wand. Und da haben Sie jetzt zwei Oszillatoren. Wenn sich da weiter nichts tut, haben die beide ihre Ruhe, ihre Gleichgewichtslagen und hier ihre entsprechenden Achsen, X1 für den einen, X2 für den anderen Oszillator, wo jeweils hier die Nulllage ist, die Gleichgewichtslage. Und wenn jetzt einer in Schwingungen versetzt wird, dann wird der über diese Koppelungsfeder den anderen auch anregen. Und dann wird aufgrund dieser Schwingung der nächste beginnen mitzuschwingen. Und wenn Sie sich da mehr und mehr solche gekoppelten Oszillatoren vorstellen, dann können Sie sich schon denken, dass so ein Schwingungsvorgang sich im Laufe der Zeit räumlich ausbreitet. Das ist genau die Idee, die letzten Endes von einem einzelnen Oszillator auf ein Wellenfeld führt. Wir werden das nicht einzeln durchführen. Es gibt hier eine Federkonstante oder Rückstellkonstante K1, eine Rückstellkonstante K2, aber auch eine Kopplungskonstante K1-2, die dafür sorgt, dass die beiden Oszillatoren mit ihren Rückstellkonstanten noch miteinander verkoppelt sind. Und wenn dann viele solche Oszillatoren sind, können Sie sich vorstellen, das wird also relativ aufwendig. Man kriegt also, wie gesagt, einen Satz von gekoppelten Differentialgleichungen. Und das werden wir uns hier im Einzelnen nicht anschauen. Aber wir haben ja ein Experimentallabor angeschlossen hier und da können wir uns jedenfalls anschauen, wie eine solche Koppelung, so ähnlich wie ich es Ihnen hier aufgezeichnet habe, auch mit zwei Pendeln realisiert werden kann. Und das wird der Herr Dankl uns jetzt gleich vorführen. Die Pendel sind hier vorhanden. Sie haben hier zwei Pendel, die gleichartig aufgebaut sind. Beide haben die gleiche Pendellänge hier, gleiche Massen und dann sind die verbunden mit einem Federstahl hier, der eine gewisse, nicht sehr große, aber doch Kopplungskonstante hervorruft. Und jetzt wird der Herr Dankl eines der beiden Pendel in Schwingung versetzen. Und jetzt passen Sie auf, was das andere macht. Aufgrund der doch vorhandenen Kopplung wird das zweite Pendel mitzuschwingen beginnen und damit auch
einen Teil der Energie des ersten Pendels übernehmen. Und jetzt passen Sie auf, nicht nur einen Teil der Energie, sondern nach einer gewissen Zeit wird im Wesentlichen, das ist so ungefähr jetzt vorhanden, die ganze Energie aufs zweite übertragen, das jetzt das rechte ruht jetzt. Aber die Geschichte bleibt nicht so. Es sind ja nur zwei Oszillatoren. Das geht hin und geht her, weil es ein symmetrisches System ist. Und so schwingt die Pendelenergie zwischen den beiden gekoppelten Pendeln hin und her. Das entspricht sozusagen einer Reflexion. Das wird immer hin und her reflektiert zwischen diesen beiden gekoppelten Oszillatoren. Das ist also sozusagen die Urform einer Wellenbewegung. Nur zwei Oszillatoren. Das ist natürlich noch kein weiß Gott welche Welle, aber immerhin, so ist der grundsätzliche Vorgang zu sehen. Und Sie sehen jetzt, jetzt habe ich viel geredet und dazwischen ist wahrscheinlich das schon wieder einmal. Also es geht immer so dahin, dass einmal das eine voll schwingt und das andere zur Ruhe kommt und umgekehrt. Ein, wie ich meine, sehr illustratives Beispiel, wofür ich Ihnen, Herr Danke, herzlich danke. Also jetzt sehen Sie so ungefähr, was man also zu erwarten hat, wenn gekoppelte Oszillatoren vorhanden sind. Hier schwingt die Schwingungsenergie periodisch zwischen den beiden Massenpunkten hin und her. Und das ist jetzt für uns der Ausgangspunkt, von den Schwingungen auf die Wellen überzugehen. Wir werden uns für den Rest dieses Semesters, großartig, sind nur mehr heute das Ende und morgen eine Stunde, mit Wellen auseinandersetzen. Und Sie werden sich vielleicht denken, das ist aber reichlich wenig, dass er sich da jetzt gerade so viel Zeit nimmt. Naja, ich habe schon einen Grund, warum ich das so mache. Erster trivialer Grund, Weihnachten liegt heuer schlecht. Und dadurch ist so schon so frühzeitig beginnen schon die Ferien. Gut für Sie, schlecht für die Vorlesung. Aber ein zweiter Grund ist der, dass wir im Sommersemester, und zwar insbesondere in der Optik, aber zum Teil schon in der Elektrodynamik, und die Optik ist ja, wenn man so will, über weite Strecken ein Teilgebiet der Elektrodynamik, uns viel mit Wellenausbreitungen, mit Interferenzen, Phasenverschiebungen und so weiter auseinandersetzen werden. Gerade die Optik ist also ein Paradebeispiel, wo man Wellenphänomene geradezu exemplarisch beschreiben kann. Daher wollen wir uns damit nicht jetzt zu viel aufhalten, sondern das schauen wir uns dann in der Optik an. Allerdings eine Sache muss ich gleich dazu sagen, weil das oft zu Verwirrungen führt. Eine wichtige Sache ist schon anders in der Optik und in der Elektrodynamik. Bemerkenswerterweise kommen nämlich die elektromagnetischen Wellen und daher auch die Lichtwellen ohne Medium aus. Da ist gar nichts, was schwingt. Das hat die Leute natürlich sehr aufgeregt. Und wir werden das nächste Semester ganz genau besprechen. Die Wellen, die wir hier jetzt besprechen, das sind solche gute alte Wellen sozusagen, wo man also auch die Situation hat, dass es einzelne Oszillatoren gibt mit Massen und das schwingt richtig und so muss es sein. Und bis vor 100 Jahren haben die Leute sich gedacht, das kann nicht anders sein. Und dann ist man draufgekommen, gezwungen durch die experimentellen Befunde, wird im Sommersemester besprochen werden, dass das so nicht ist. Licht und andere elektromagnetische Wellen sind Wellen ohne Medium. Wir sprechen hier über mechanische Wellen, Wellen mit Medium, Wellen, die man sich also schön anschaulich vorstellen kann. Wellen ohne Medium kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber andererseits, das Licht kann man sich schon vorstellen. Also in irgendeiner Weise ist das eine Gewohnheitssache. Und wir werden über das im Sommersemester genauer sprechen. Jetzt sprechen wir über den zweiten Teilpunkt Wellen und werden diesen Punkt gleich wieder experimentell einbegleiten. Ich möchte also erwähnen, wir haben hier zwei gekoppelte Schwingungen, schwingungsfähige Oszillatoren gehabt. Jetzt mache ich eine einfache Verallgemeinerung. Wir betrachten nicht zwei, sondern wir betrachten 48
gekoppelte Oszillatoren. Na, das ist doch ein Unterschied, 2 oder 48. Und damit werden Sie dann schon sehen, dass hier eine doch deutlich andere grundsätzliche Situation auftritt. Also machen wir uns wieder ein bisschen finsterer, sodass man das auch schön sieht. Ich habe die sehr gern, diese Wellenmaschine. Das ist also wirklich was, wo man was schön zeigen kann. Die ist sehr einfach aufgebaut. Im Wesentlichen ist ein Draht, der dadurch gespannt ist. Und auf diesem Draht sind da so drehbare Ringe befestigt. Und wenn man da einen in Bewegung setzt, über die elastischen Torsionseigenschaften dieses Drahtes, wird der nächste Ring und der nächste in der Art und Weise, wie ich das da oben mit den Federn angedeutet habe, hier aber in einer Torsion entsprechend mitgenommen. Und passen Sie auf, was da passiert. Jetzt spiele ich sozusagen äußere Kraft und beginne den einen zu bewegen. Und schauen Sie mal, was da passiert. Sie kriegen also wunderschön hier eine Welle, die sich ausbreitet und auch am Schluss wieder reflektiert und zurückläuft, so wie das da auch hin und her gelaufen ist. Und wenn man dann also eine hinlaufende und zurücklaufende Welle hat, ergibt das dann letzten Endes einen solchen stehenden, eine solche stehende Welle. Über das werden wir später noch etwas mehr sprechen. Nehmen Sie nur einen Impuls, dann wandert der durch und wandert wieder zurück. Sehen Sie das? Und das ist nichts anderes als ein Stück elastischer Draht, der diese verschiedenen Ringe miteinander verkoppelt. Ist das nicht was? Das sind nur gekoppelte Oszillatoren. Heute bin ich halt mit den Isolatoren. Und Sie kriegen schon eine solche Wellenausbreitung. Aber es wäre nicht der Herr Dangl, wenn wir noch eine zusätzliche experimentelle Möglichkeit haben, Ihnen das so auf Hörsaalgröße vorzuführen. Auch eindimensional in einer Richtung, aber mit einem etwas anderen System, und zwar mit einem Seil, beziehungsweise konkret ist es ein Gummischlauch, der auch noch mit Sand gefüllt ist, glaube ich, damit es besonders gut funktioniert. Und da können Sie sich eine Seilwelle anschauen. Dieses Seil bzw. der Gummischlauch ist hier fest verbunden. Also das hält, Sie brauchen keine Sorge haben. Das hat bis jetzt immer funktioniert, also ich hoffe, es wird auch jetzt funktionieren. Und das ist also da so schön in Ruhe. Nicht? Und jetzt wird also der Herr Dangl das Seil möglichst gut spannen und ich bin also die auslösende Kraft. Und wende also hier einen Handkantenschlag an und dann beobachten Sie genau, was das Ding macht. Vielleicht sollte ich noch Licht machen. Sehen Sie das alles oder soll ich noch Licht machen? Sehen Sie. Na, dann passen Sie auf. Achtung. Auf. Passt. Wunderbar. Ich danke Ihnen schön. Also Sie haben gesehen, meine Damen und Herren, da läuft eine Welle hin, wird dort am Ende reflektiert und läuft wieder zurück. Und wenn man das also dann noch unterschiedlich gestaltet, wenn man das entweder so wie jetzt fix verbindet oder noch mit einem Stück Spagat da verbindet, sodass sich das da noch frei bewegen kann, wird die Phase unterschiedlich. Wenn es fix verbunden ist, dreht sich die Phase um und das Seil läuft umgekehrt zurück. Wenn es locker verbunden ist, haben Sie keinen solchen Phasensprung. Genau sowas findet man auch in der Optik. Also die Reflexion in der Optik genügt ähnlichen Gesetzen wie diese simple Seilwelle. Es ist schon beachtlich, dass man mit ganz ähnlichen Formalismen ganz unterschiedliche Dinge wirklich beschreiben kann. Na, und das ist es eben, was die Schwingungen und Wellen so wichtig machen. Wir haben viele unterschiedliche Wellen. Wir können haben transversale und longitudinale. Eine Transversalwelle ist das, was man sich oft vorstellt und wie Sie es jetzt gesehen haben. Die Auslenkungen sind quer zur Ausbreitungsrichtung. Auslenkung so, Ausbreitungsrichtung so. Ebenso die Seilwelle. Auslenkung, Ausbreitung. Transversal.
Aber es gibt auch die Schallwellen zum Beispiel oder überhaupt Wellen in flüssigen oder gasförmigen Medien. Die können nicht transversal verlaufen, weil Scherwirkungen in Flüssigkeiten und in Gasen keine Rolle spielen. Erinnern Sie sich an die Elastizitätslehre. Da hatten wir bei Fluiden nur einen Parameter, die Kompressibilität, und mit Scherung war da nichts. Nur bei Festkörpern. Festkörper können transversal schwingen, während Fluide können nur longitudinal schwingen. Da ist die Ausbreitungsrichtung und die Auslenkung der einzelnen Oszillatoren in der gleichen Richtung. Dadurch kommt es zu Verdichtungen und Verdünnungen, höhere und niedrigere Drücke. Das, was Sie von mir hören, sind einfach Druckschwankungen mit entsprechenden Frequenzen und einem Frequenzspektrum, das so beschaffen ist, dass Sie mich hoffentlich verstehen. Aber letzten Endes ist es eine Folge von Druckschwankungen, von periodischen Druckstößen, die sich in der Luft ausbreiten und letztlich ihr Trommelfell in Bewegung setzen. Also so funktioniert das bei den Longitudinalwellen. Und hier gleich etwas, was Sie vielleicht auch interessieren wird. Wir werden im Sommersemester darüber sprechen. Die elektromagnetischen Wellen, stellt sich heraus, sind transversal. Oh Schreck! Weil die können sich nur in festen Körpern transversal ausbreiten. Das Medium, das man lang, wenn man nicht anders gewusst hat, als Äther bezeichnet hat, sowas Ätherisches, wo sich also das Licht hindurch bewegt, das soll ein Festkörper sein. Die Erde bewegt sich seit Milliarden Jahren reibungslos durch einen Festkörper. Das kann es doch nicht sein. Fast 100 Jahre haben die armen Optiker damit leben müssen, seitdem man draufgekommen ist, bald nach 1800, dass das Licht ein transversaler Vorgang ist, sonst könnte man es nicht polarisieren, dass es einmal so und einmal so schwingt, während es sich ausbreitet und trotzdem in einem Äther sich ausbreitet, der so nix ist, dass man ihn gar nicht feststellen kann. Dann sind sogar wichtige Experimente gekommen, die gezeigt haben, es gibt gar keinen definierten Bewegungszustand dieses Äthers. Das Michelson-Experiment. Schrecklich. Und erst circa 100 Jahre, knapp 100 Jahre danach, ist dieser untragbare Zustand endlich zu einem Ende gekommen. In einer typischen Situation, die so dem gordischen Knoten entspricht. Es gibt einfach keinen Äther. Daher braucht man sich auch nicht darüber Gedanken machen, ob ein Festkörper flüssig oder gasförmig ist. Es gibt ihn gar nicht. Und das war also Einsteins großer Beitrag, dass er also das durch seine, also einer seiner großen Beiträge, der hat ja viel gemacht, dass er also eben zeigen konnte aufgrund der experimentellen Befunde und aufgrund der vorliegenden Fakten, dass eben ein solcher Äther gar nicht existieren kann. Also das wollte ich einmal gesagt haben, dass also hier sehr schnell ganz böse Widersprüche kommen. Jetzt möchte ich aber schon noch die letzten Minuten dazu verwenden, einen Ansatz aufzuschreiben, der dazu dienen kann, solche Wellen, so ähnlich wie wir es jetzt besprochen haben und experimentell vorgeführt haben, auch darzustellen, mit Hilfe einer Auslenkungsfunktion. Eindimensional, mehr machen wir jetzt gar nicht zunächst, also eindimensional in einer X-Richtung oder in der X-Richtung hier, die Seilwelle, haben Sie, glaube ich, gut vor Augen, eindimensional sich ausbreiten. Und das schreiben wir auf als eine Amplitude, also die maximale Auslenkung, die möglich ist. Und jetzt können Sie wieder beruhigt sein, machen wir das für unsere Zwecke wieder mit einem reellen Ansatz. Aber ich glaube, Sie haben Ihre Angst vor komplexen Ansätzen sowieso längst schon abgelegt, weil Sie gesehen haben, wie toll das funktioniert. Eine Exponentialfunktion kann man viel besser differenzieren als ein Sinus oder ein Cosinus. Es ist viel einfacher. Also sonst täten es die Physiker ja auch nicht machen, wenn es nicht so praktisch wäre. Aber hier jetzt brauchen wir es nicht. Daher schreiben wir auf, mal Cosinus, das ist im Wesentlichen der Realteil,
dieses komplexen Ansatzes von, und jetzt schreiben wir Omega T, und damit ist noch nichts Neues, aber minus K mal X. Und da ist was Neues dabei. Wieso schreibe ich das so? Das ist mein Ansatz für die Wellenausbreitung. Die Auslenkung, also das, was sich da hier so auslenkt, das hat einmal eine Zeitabhängigkeit, aber auch eine Ortsabhängigkeit. Beide Abhängigkeiten sind harmonische Abhängigkeiten mit Kosinusabhängigkeit, oder man könnte das auch mit Sinus aufschreiben. Und wieso kann das jetzt so funktionieren? Ganz einfach, indem wir eben davon ausgehen, stelle ich mich an einen bestimmten Ort, bleibe ich also hier und schaue mir das an, dann sehe ich ein Auf und Ab dieser Auslenkung periodisch mit der Zeit. Setze ich also zum Beispiel x gleich 0 und lasse das so, dann habe ich nur ein Cosinus Omega T. An der Stelle x gleich 0 ist ein Oszillator, der so schwingt, wie wir das bisher schon hatten. Andererseits kann ich eine Kamera machen und eine Blitzaufnahme machen. Ein festgelegter Zeitpunkt. Und jetzt schaue ich mir die Abhängigkeit vom Ort an. Und da sehe ich jetzt, dass die Abhängigkeit von x wieder periodisch ist. Wenn das t gleich 0 ist, bleibt nur ein Cosinus von minus kx und der Cosinus von minus kx ist dasselbe wie Cosinus von kx und dann haben Sie entsprechend wieder eine periodische Abhängigkeit, hier aber jetzt mit einer anderen Periodizität. Diesen ganzen Ausdruck, das Argument des Cosinus, nenne ich auch wieder hier die Phase. Und so wie auch bei den Schwingungen gibt es dann auch eine Phasenverschiebung. Das ist die momentane Auslenkung. Das ist die Amplitude. Und jetzt haben wir bisher schon bei den Schwingungen gehabt das Omega. Das Omega ist nach wie vor die Kreisfrequenz. Die Kreisfrequenz der Schwingung an jedem einzelnen individuellen Punkt hier. Das hatten wir schon. Brauche ich nicht mehr näher zu erläutern. Es ergibt sich mit dieser Kreisfrequenz auch die Schwingungsdauer. Erinnern Sie sich, das war 2π durch Omega. Und die Frequenz nü ist gleich 1 durch t. Das hatten wir schon. Und jetzt zeigt sich in völlig analoger Form, indem man sich jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt t gleich 0, den man ja wählen kann, wie man will, Zeitskala, herstellt, eine Blitzlichtaufnahme macht, Momentaufnahme macht und sich die räumliche Abhängigkeit anschaut. Da haben sie ja genau dasselbe, nur heißt es halt jetzt Cosinus von kx. Und das bedeutet, dass wir jetzt, so wie das die Kreisfrequenz ist, jetzt mit k die sogenannte Wellenzahl betrachten. Und so wie die Schwingungsdauer angibt, wie groß der zeitliche Abstand zwischen zwei homologen Punkten der Schwingung ist, zum Beispiel zwischen zwei Wellenbergen bei der Schwingung, also auf, ab, wieder auf, ist eine Schwingungsdauer. So gibt es bei der räumlichen Ausbreitung dann auch einen Abstand von homologen Punkten, zum Beispiel von Wellenbergen, nur jetzt in räumlicher Richtung. Und das nennen wir dann die Wellenlänge. Und so haben wir, was da die Schwingungsdauer ist, hier die Wellenlänge. Das Lambda nennen wir es, für Länge, Length, Lambda. Dieses Wellenlänge ist dann entsprechend 2π durch k. Und das ist also die Entsprechung für die Beschreibung der Wellen. Wir haben also dann eben
die Wellenlänge als 2π durch k definiert und kriegen damit eine Größe, die ähnlich anschaulich ist wie die Schwingungsdauer. Es ist der Abstand zwischen zwei Wellenbergen zum Beispiel oder Wellentälern, Sie können es sich aussuchen. Der zeitliche Abstand, wenn Sie sich das da anschauen, wenn ich da von hinauf, hinunter, wieder hinauf, die Zeit ist eine Schwingungsdauer. Oder wenn Sie da so zwei so Wellen, also machen wir das so, zwei so Wellenberge anschauen, das ist dann die entsprechende Frequenz, also die entsprechende Wellenlänge. Und das geht mit 2π durch k. K nennen wir die Wellenzahl. Ist nicht ganz schlüssig, warum das Wellenzahl heißt, das ist etwas irreführend, aber so wird es halt verwendet. Die Anzahl der Wellen pro Längeneinheit ist dann 1 durch Lambda. 1 durch Lambda, das ist daher gleich K durch 2π, das ist die Anzahl der Wellen pro Längeneinheit. Das entspricht der Frequenz der Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit. Nur für diese Größe, die man eigentlich als Wellenzahl bezeichnen sollte, gibt es keinen eigenen Namen. Man nennt das K die Wellenzahl. Und das K durch 2π ist eigentlich die Anzahl der Wellen. So wie das μ gleich Omega durch 2π ist, denn 1 durch t ist Omega durch 2π, dann eben die Frequenz ist und Omega die Kreisfrequenz. So hängen die Dinge miteinander zusammen. Jetzt habe ich Sie schon wieder 3 Minuten über die Zeit aufgehalten. Aber morgen kommen Sie noch her, morgen. Es ist noch nicht Weihnachten. Stay tuned until the end. Morgen werden wir was ganz Wichtiges noch zu sprechen haben. Und zwar, wie schnell breitet sich das aus? Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Wellen. Also das werden wir dann morgen noch besprechen. Und so wie ich sehe, möchte Ihnen der Kollege Grexner noch etwas sagen. Also Dankeschön.